Wer bist du denn? Ich bin Anton Boots. Anton? Anton, was machst du hier? Ja, Anton, auf mich. Ich soll jetzt mit dem Helikopter vorfliegen. Ich fliege jetzt los. Ey, pass auf, dann verpischt euch doch schnell. Und ruckzuck habe ich mit meiner Schwester den kleinen Bruno bekommen, Junge. Hoi! Mein Gott, wenn der Lümmel macht, was er will, was willst du? Ich pass ein bisschen auf dich aus der Masche getrunken und gegessen. Ja? Guck dir das Auto an, Junge! Wie Opa ihm hatte, Junge! Der ist super! Wie Opa ihm hatte, Junge! Der Theo ist mir wirklich sehr wichtig und er wurde in der Vergangenheit als Theo der HS genannt. Oh. Ich würde gerne, dass es aufhört, egal wo. Wo bist du denn, Junge? Warte, ich muss einmal kurz aussteigen. Hast du Besucher dabei? Hey, Theolein. Wer ist die andere? Ah, das Olle. Ist Pablito und, mein Junge. Pablito. Kakalito! Wie geht's? Pablito. Wunderbar, das heißt Junge. Pablito. Und die Lilane, hallo! Hallo, mein Freund. Marek Makata, mein Name. Marek? Theo, wir haben zusammen eine geraucht bei Olaf sein Anwesen. Oh, das weiß ich nicht mehr. Da war ich wieder. Glaub ich dir, da war ich wieder besoffen, Jungs. Was geht heute an, Junge? Antonio, freue ich mich, dich zu sehen, Junge. Ich freue mich auch. Theo? Hä? Guck mal. Du hast mir doch mal von deiner Familie erzählt, ne? Natürlich, Junge, von alle. Ja. Jetzt muss ich dir was über meine Familie sagen. Okay. Und zwar, Theo, meine Mutter, Mrs. Copyright. Die Frau Copyright ist deine Mutter? Genau. Die hat die hat Copyrightitis, weißt du? Okay. Und, sie möchte, dass ich heute zu ihr komme. Wohin Für denn? Immer. Für immer. Zu ihr nach Hause. Wo wohnt die? Im Copyrightland. Wo ist sie? Das ist ziemlich weit weg. Das kann doch nicht sein. Und das Ding ist, Theo, ich habe nur ein One-Way-Ticket. Für Urlaub kurz kommst du wieder. Das ist nicht so einfach. Theo, verdammte Scheiße. Das kann doch nicht dein Ernst sein wegen deiner Mutter, Junge. Soll ich die anrufen einmal, dass du noch ein bisschen draußen bleiben darfst, wenn hell ist? Die hat kein Handy, weißt du? Ja, dann geh ich auf die Telefonzelle. Sie ist sehr alt, weißt du. Und ein Brieftaube, dass du noch ein bisschen draußen mit die Freunde bleiben darfst, Junge. Selbst mit einer Krähe von Game of Thrones wird's nicht klappen, Theo. Warum? Sie kann nicht lesen. Das kann doch nicht sein, Junge. Kakarito! Wir müssen was machen für ihn. Ja, natürlich. Deswegen, ich sag, steig einfach ins Auto ein und wir sind weiter. Ich kann doch nicht. Hey, yo, Verdammt, Junge! Ja, du darfst mir noch einen schlagen, Junge, wenn es dir hilft. Du mir jetzt auch eine. Hau mir das Brett weg, ich möchte es. Okay! Bam, Junge! Danke dir! Wunderbar! Danke dir. Wunderbar. Endlich, so machen das Freunde. Junge, aber das kann doch nicht sein. Freunde. Aber Antonio, okay. Was sollen wir denn machen dann, ohne dich? Naja, ich werde einen Bruder rüberschicken. Ich hoffe, ich werde ihm sagen, er soll sich an euch halten und ihr werdet ihn treffen. Hast du schon mit den Leuten von deinem Arbeitgeber geredet? Ja, hab ich schon. Was sagt der? Die sind sehr, sehr traurig. Ich hab sehr schöne Worte bekommen. Hast du ein Abgangszeugnis gekriegt, gut bewertet? Nein, noch nicht. Aber wenn es schlecht ist oder ein Wort nicht richtig ist, gehe ich Arbeitsgericht, weißt du? Das kann nicht sein. Ich kann mir Direkt. Das nicht vorstellen, ohne dich leben. Ich kam hier, ich war 2 Tage hier, dann habe ich die getroffen. Mit dir war das ein schönes Dasein in dieser Kackstadt. Ja. Ich weiß, Theo, du liegst mir auch sehr am Herzen, wirklich. Du bist einer der Echten, weißt du? Natürlich, Junge. Du hast mein Herz berührt. Komm schon, Das war mir immer eine Ehre, mit dir zu sein. Wirklich, jeden Tag hier zu sein. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, alle unsere Pläne ist aufgegangen. Aber du hast einen unglaublich tollen Charakter. Bleib wie das du bist. Das kann ich dir nur zurückgeben. Weißt du noch, Anton? Damals, als ich dir gesagt habe, alles hat hier in dieser Stadt irgendwie ein trauriges Ende. Ja, richtig. Manchmal habe ich den größten Wunsch, einfach nicht recht gehabt zu haben. Ja, Marek, weißt du, es ist sehr schwer. Es ist sehr schwer, wenn man hier auch eine Familie hat und die verlassen muss, weißt du. Es ist sehr, sehr schwer, aber ich habe schon zu Pablito gesagt, die Erinnerungen, die wir mit uns tragen in unseren Herzen, sind die wichtigsten. Das ist das. Ich will, dass 20 Helikopter dich begleiten! Das musst du mit deinem Hort besprechen. Bus, willst du dich von deinen gefallenen Hermanos verabschieden, ganz kurz? Oh ja. Wie viel Zeit haben wir mit dir? Das geht, ne? Antonio, wie viel Zeit haben wir mit dir für Leben noch? Naja, ich sag mal so, wenn wir am Flughafen angekommen sind,
werde ich einsteigen. Nein, nicht direkt, Junge. Bitte nicht. Aber vorher, habe ich eh sowieso noch viele Worte an euch. Okay, das freut mich natürlich. Okay. Dann lass uns schön langsam machen, ja? Ich will die Momente okay. mit dir genießen. Du warst mein bester Freund. Jetzt habe ich nur noch Norbert. Du bist mein bester Freund. Du bist auch mein bester Freund, Junge. Genauso wie Makato und Pablito. Verdammte Kacke, wir sind am Friedhof, das passt. Warum das denn, Junge? Das ist aber eine Kack-Location hier. Ja. Wer weiß, in die letzten Ehe sind die gefallen. Der Friedhof. Genau, hier der Ort, wo die meisten Ideen liegen. Nie ausgesprochen wurden, die nie an die Welt gekommen sind, nie an die Öffentlichkeit. Auch von euch paar Opfer, Junge, brauchst du nicht so zu machen. Tut mir leid. In Gedenken an die Gefallenen. In Ehre. Euer Anton Boots. Legenden. Kreative Köpfe. Lustige Menschen. Und Menschen, die sehr viel gearbeitet haben hier in dieser Stadt. Ehre, wem Ehre gebührt. Ihr seid nie vergessen. Okay. Ruhe in Frieden. Ruhe in Frieden. Ruhe in Frieden. Die gefallenen Brüder und Schwestern. Von mir auch das Gleiche. Lasst uns noch eine kurze Runde drehen und dann... Alles klar. Ja. Okay. Natürlich, was du willst. Also du willst, Antonio, ich mach alles, Junge. Okay, Theo. Deine Mutter regt mich auf, wie sagt sie das? Ich weiß, ich werde dir sagen, dass du sie nicht leiden kannst deswegen, ne? Verdammte Kacke, ich würde einen Kuchen backen für deine Mutter, Junge. Ein Goldcard für Fable, die leckerste, ganz Holland, Junge. Theo, Maastricht, egal wo, dennoch. Du bist mein bester Freund, wirklich. Ja, du meine. Ich bin dir so viel dankbar. Aus der Luft sehen. Ja, wunderbar. Sehr, sehr dankbar. Ja, wir müssen jetzt los. Wir müssen... Wir müssen jetzt ja. echt los. Passen wir alle rein? Es sind vier Sitzer übrig. Ja, wir gucken. Guck mal, ob's geht. Geht nicht. Geht nicht? No, deswegen... Ja, wir sollen aber fliegen, weil wir haben was vorbereitet. Und das kann man nur aus der Luft sehen. Ja, dann fahre ich mit die anderen hier. Ja, komm. Flieg du, ich fahre mit Kakalito. In Pablito, verdammtes Scheiße, nicht Kaki, verdammtes Scheiße. Ja. Schon gut, Junge. Heute haben wir andere Probleme als diese verdammten Diskussion mit Kacke. Ah, hey! Oh, verdammte Kacke! Okay, bin ich! Snell dich an, Theo! Bin ich! Antonio! Komm, lass uns fliegen, die fahren hinterher, alles gut. Oh, verdammte Kacke! Verdammt! Scheiße, Mann! Junge, das wackelt hier! Das wackelt hier! Das wackelt! Wenn ich überlebe, mein Geist wird dich jagen, du blöder Wichser! Pablito, ich hab mich mit dem Kacke, Junge! Betätigen. Ruhig da! Fick dich! Das wackelt! Wenn ich das nicht überlebe, dickst du sauber! Dir dickt doch nicht sauber! Was steht da? Dir dickt nicht sauber! Entkoppeln! Ab zum Durchfall, Junge! Kaki! Anton, geh weg von dem Flug! Kaki, das geht nicht gut, Kaki! Ich bin oh mein Gott! Auf. Das geht nicht gut, Kaki! Wie hast du denn gesagt, ich bin verblieben und ich kacke dich! Kaki! Verdammt! Was ist das hier? Fick dich! Bin jetzt mit dem Paket unterwegs, treffe in einer Minute zu ein. Antonio, ich schwitze hier auf und für dich bin ich kacke, Junge! Das kann nicht dein Ernst sein! Wie das wackelt! Du sollst mal runter, wie hoch? Okay, Kacke, oh, verdammt! Das wird nicht, Junge! Wenn wir runterfallen, bin ich tot, Junge! Ich bewege mich nicht! Kacke, oh du! Kacke! 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 Kein Fuß lassen, nicht bewegen! Nicht bewegen! Kacke! Kacke! Lass dich bitte heilen, okay? Kacke! Kacke! Ich gebe dir Mühe, du hast da nicht alle Latte in die Zaun drin! Siehst du schon? Theo hat dich fest! Theo! Siehst du sie? Bewege mich nicht! Ja. Siehst du? Ja. Boah. Jesus Maria Magdalena, ich hab dich geliebt! Ich bewege mich nicht, Bruno! Jesus
Maria Magdalena, ich war eine gute Junge. Bitte, bitte vergib all meine Sünden. Raus! Raus! Verdammte Kacke, Junge. Das kann nicht dein Ernst sein, Junge. Haben wir das... Leben wir noch? Ich soll nicht reden, Junge. Ich hab mir in die Hause geschissen. Ich bin zugeschissen bis die Hauskrause. Nicht nur du, Mann. Ich hab Kacke und Pipi in der Hose. Ich bin voll verschissen, Junge. Ich auch. Gerade heute, wo ich kein Teiner von Männern drin hab. Die Mindern für die alten Männer. Siehst du das, Anton? All diese Leute sind da. Lass uns, was nennt man Solidarität? Ja, das ist Familie. Borz ist gleich da. Borz, alles für dich. Er ist doch schon da. Er ist hinter ihm. Verdammte Scheiße, alle da, hallo! Ach so, stimmt, weil zu viele Leute auf einem Fleck. Das hatten wir letztens beim Event auch. Ja, was ist das Scheiße? Bei über 100 Leuten kann man die hallo, Junge! Ich kann euch sehen. Naja, wir können euch alle gerade sehen. Schade. Das ist ja Scheiße, Mierda. Aber solange du uns siehst, Borz, ist alles in Ordnung. I love you. Antoine! Ja. Wir lieben dich. Da ist Anton, Mierda, nicht Antoine. Anton. Und wisst ihr, warum Anton? Wegen Copyright, versteht ihr? Genau das ist es. Anton. No, ich glaube nicht. Ah. Muskel hilft nicht, Hermanus. Wenn überhaupt, müssen sie schlafen gehen und wieder aufstehen, Hermanus. Burger, ich bin hier. Hallo. Oh, Harry, Junge. Marcel, Harry, Junge. Hola. Sie, wir sehen dich. Oh mein Gott. No, ich sehe den Roller. Der ist nicht unsichtbar. No, no, wir sehen dich. Ich kann dich sehen, Junge. Warum nicht? Walla, Pilat, das ist der Einzige. Ich kann dich sehen. Ja, du bist auch der Einzige, Digga. Hallo, könnt ihr Theo von All gesehen? Hier vorne, Junge. Sieht das keiner? Wir brauchen keine Schussfreigabe mehr da. Keiner redet hier. Wir sind hier vorne. Könnt ihr uns sehen? Aber ich würde vorschlagen, dass jeder aus einer Fraktion oder Abteilung vielleicht, muss nicht viel sein, aber einfach 2-3 Sätze verliert. Okay. Ja. Und am besten wirklich Zeit vom Bundeswehr. Sehe ich anders aus, Chat? Von allen einmal ein Lebewohl, 2-3 Sätze und danke, dann hört er uns ja. Gino, wir haben seit Anfang des RPs zusammen jetzt mittlerweile fast seit 4 Monaten angefangen. Ja. Unsere Anfänge waren bei der Polizei mit Facility Management, du als Anwärter. Dann rüber zu der Bundeswehr. Und ich will es auch einfach knapp machen. Du sollst nicht vergessen, dass du 100.000 an Menschen, vielleicht sogar mehr, unterhalten hast, zum Lachen gebracht hast. Und wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine weitere. Das weißt du und das wirst du auch mit deinem nächsten Charakter machen. Und deine ganzen Erinnerungen und die ganzen schönen Momente, die sind nicht verloren. Ja? Die gibt es auf YouTube, die gibt es in den Clips. Das wird nicht vergessen. Und ich danke dir für das schöne RP, was ich zusammen mit dir erleben durfte. Danke. Ich habe gleich auch noch was vorbereitet. Ich sag dann noch was, ja? Ich danke und dir du kriegst von der Bundeswehr auch wurde eine Urkunde erstellt. Die kann ich dir hier auch im D-Funk einmal schicken. Ja. Die kannst du dir auch ausdrucken, die kannst du dir irgendwo hinhängen, dass deine Momente, immer wenn du die real irgendwo siehst, dass du das nicht vergisst, dass du das nicht verlierst. Und da geht Danke raus auch an Rakete, der die Urkunde erstellt hat. Vielen, vielen Dank, Kelly. Hast du ihm die Urkunde schon gegeben? Wahnsinn. Na, ich schicke ihm die jetzt. Ja, mach. Du musst mich einmal nur annehmen und dann kann der Nächste schon sprechen. Jo, Antoine, Mann. Nee. Antoine. Du weißt, als ich dich damals getroffen habe, ja? Hm? Ich weiß noch ganz genau, wie ich damals gesagt habe. Du bist einer meiner Favorites, weißt du das doch? Einer meiner Top 5. Ja, das weiß ich. Und das ist bis heute so, Mann. Ich habe Antoine Burz geliebt, Mann. Antoine Burz war ein guter Mann, Alter. Ich bin immer ein lustiges Erlebnis mit dem Wichser gewesen, weißt du? Ich werde dich vermissen, Mann. Ich werde dich vermissen. Ja, Burz wird dich auch vermissen, glaub mir. Ja, was hältst du jetzt, Wichser? Ich würde Klossi den Vortritt geben, Digga. Klossi, jalla. Ja, ich bin da, hallo. Yo, hallo, Antonio. Hey, Deo. Kannst du mal zu mir laufen kommen? Ja. Ich will dir was sagen, Junge. Ich stehe vor dir.
Ich weiß noch, wie ich in die Stadt gekommen bin. Ich hatte niemand. Die Leute haben mich kaputt gemacht. Ich wollte nur Probleme machen. Du warst eine von den Ersten. Das hat mich so genommen, wie ich bin. Egal, was habe ich ausgesehen. Egal, was habe ich gestunken. Du hast ein charakterlich. Nichts hat bei uns funktioniert. Kein Plan ist aufgegangen. Aber charakterlich warst du mein bester Freund in die ganze Stadt. Das Schöne ist, ich weiß, du wirst nicht für immer gehen. Ein Teil wird hier bleiben. Und eine neue Tür geht auf. Wichtig ist die Familie. Wichtig ist, dass alles glücklich ist. Und das hast du schön gemacht, dass du sagst, für meine Mutter bin ich bereit, diesen Schritt auf mich zu nehmen. Und ich danke dir für alles. Und ich hoffe, wir sehen uns bald schon wieder. Dein Theo van die Alge. Theo, für dich habe ich gleich auch noch ein paar Worte. Dankeschön. Danke dir. Urs. Du weißt, seit Tag, als du bei dem Blass warst, haben wir uns kennengelernt, Muchacho. Ja. Und seit dem ersten Tag, als wir geredet haben, bist du mir sehr ans Herz gewachsen, Muchacho. Und ich hatte sehr viele, sehr schöne, lustige, gefährliche und auch sehr emotionale Momente mit dir, Mano. Ja. Du hast mir sehr geholfen. Dank deinen Worten bin ich überhaupt wieder zurückgekommen, weißt du. Und du standst mir auch sehr bei. Und du wirst immer in meinem Herzen bleiben. Wie gesagt, viele denken aus dem Auge, aus dem Sinn, aber die vergessen, dass man ganz tief im Herzen immer da ist. Und ich sage dir im Namen der Blass, Muchacho, wir lieben dich alle. Und du bist und bleibst unser Bootsverdammtes, heißt ja. Ich liebe dich, Muchacho, das sage ich dir im Namen der Blass. Nee, dich auch, Bro. Und grüß mir alle und vielen, vielen Dank, Bro. Mach ich's. Und du weißt, dein Hermano ist in guten Händen bei mir. Ja. Danke dir. Wunderbar. Die Nächste. Ein Boots. Ja. Sind eine wahrhaftig lebende Legende. Ein jeder spricht von ihnen nur im Guten. Sie haben positive Energien in diese Stadt gebracht, die bis dato noch keiner bringen konnte. Ich habe noch nie gehört, dass jemand Anton Boots nicht liebt. Für jeden waren sie eine Bereicherung. Für diese Stadt waren sie eine Bereicherung. Und sie sind eine Bereicherung. Sie bringen so viel Liebe und Fröhlichkeit in die Herzen der Menschen, dass niemand sie jemals vergessen wird. Auch in 100 Jahren wird man sagen, dass die Stadt Dortmund einen Anton Boots hatte. Und dafür sind wir alle sehr, sehr dankbar. Jeder, der auch nur eine Sekunde mit ihnen verbringen durfte, weiß sie zu schätzen. Wir lieben sie alle. Dankeschön. Das waren sehr schöne Worte. Vielen Dank. Antonio, so schöne Rede, ja? Ja, das ich hab gleich auch was für euch. Guck mal, wie viele Leute du Freude gemacht hast. Ja. So viele Leute, nicht nur mich, die andere, was hier redet. Du hast viele Leute schöne Abend gemacht und in die Stadt. What? Oh. Rhythmist Tänzer. General Clifton Tänzer begrüßt dich, Herr Wurz. Grüß Sie. Es ist mir eine absolute Ehre, hier heute dabei zu sein. Es ist mir auch eine absolute Ehre, noch ein paar Worte an dich zu richten. Herr Burz, ich habe dich bei der Bundeswehr kennengelernt. Da bist du mit dem Herrn Jaffa ins Facility Management gekommen. Ja. Du hast dich wacker geschlagen. Du hast gezeigt, wie ernst du die Sache bei der Bundeswehr nimmst. Auch mit deinem gewissen Humor, den wir alle schätzen und lieben. Ich habe dich ausgebildet und die Ausbildung mit dir, die hat mir Unmengen an Freude gebracht. Unmengen an Freude. Mir fällt das sehr, sehr schwer, so, einen Kameraden und nicht nur einen Kameraden, sondern auch einen Bruder, der mir hier in Einsätzen zur Seite stand und der genauso wie ich in jedem Einsatz sein Leben für mich hier aufs Spiel gesetzt hätte. Kurz, du bist und bleibst ein absolutes Mitglied hier bei der Bundeswehr. Du bist im höchsten Maße ein ehrenvolles Mitglied, nicht nur bei der Bundeswehr, sondern ich denke mal auch hier im ganzen Staate Dortmunds. Bevor du gehst, sollst du wissen, dass nicht nur
der Antoine Burz, sondern auch der dahinter, der Gino, für mich ein sehr, 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 sehr lieber Mensch ist, mit sehr viel Herz. Gino, ich wünsche dir alles Liebe und ich freue mich auf das, was in Zukunft kommt. Ja? Die ganze Bundeswehr verabschiedet dich. Anton Burz. Oh. Danke, Sentenza. So, unsere Gruppe ist einmal voll. Ich habe noch jemanden für den Gino, der würde auch ganz kurz einmal hier gerne rein. Ja, gerne. Sentenza, könntest du einmal ganz kurz aus der Gruppe gehen? Sentenza, und ich lade den einmal gleich ein und füge dich dann wieder hinzu. Das ist auch ein Kandidat, Burz. Da haben wir viele, viele gemeinsame Stunden mit verbracht. Hey Anton, mein kleiner Bruder. Das ist so lange her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. So lange Zeit. Was habt ihr was gemacht, ehrlich? Der Spanner hat gesagt, ich muss auf einen Ausland in Einsatz. Und jetzt habe ich doch noch ein Telefon bekommen. Ich kann bei dir rufen an. Anton. Ja, Jaffo. Du bleibst immer bei mir in der Zeit. Ja, du immer. Ich habe nach dir gesucht, du kleine Prinzessin. Da war Undercover Einsatz. Undercover? Okay. Hör mal, Gino. Wirklich ja, geil. Mach weiter so. Mach weiter so. Ja. Auch ohne Anton. Bist du eine große Nummer, mein Freund, ja? Ich danke dir, Mann. Gerade um die Elbe, mein Freund. Vielen Dank, Mann. Kein Problem. Oh, krass. Jaffo, dankeschön. Einfach ja, ich wollte mich eigentlich hier ins Bild sneaken. Ich stehe da eigentlich auch dahinter, hinter denen, aber... Okay. Schade. Ja. Ja, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, mein Freund. Ich danke dir. Auf jeden Fall. Vielleicht sehen wir uns ja bald wieder hier. Wer weiß. Ja, ich muss weiter auf Auslandeinsatz gehen. Ja. Wir gucken mal. Ja. Okay. Hör mal, ja, gut, dann danke euch. Danke für die Chance, dass ich auch nochmal Tschüss sagen darf. Oh. Und macht es gut, ja? Mach's gut, Sebo. Ich danke dir. Mach's gut. Jo, tschö. Ciao, Bro. Ja, Marcel Harris. Oh, ja. Jo, Gino, stell dich doch mal vor mir, Digga. Genau vor mir, so dass ich dich sehe. Wo bist du denn? Da in dem Pulli da. Genau. Hier, ne? Genau. Na? Du kleine Fotze, Digga. Wie, du verlässt mich, hä? Ich muss, was soll ich machen? Du weißt, wie sehr ich dich liebe, Digga. Ja. Du weißt, dass du einer der lustigsten und kreativsten auf dieser Insel warst. Ich hab dir ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit gegeben, das sage ich dir, wie es ist. Ich hab dir ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Aber ich hab immer gesehen, dass du dich gut entwickelst. Bundeswehr, Polizist, du warst einfach alles, Digga. Daran merkt man einfach, wie multitaskingfähig du bist. Du weißt, dass ich so ähnliche Probleme wie du hatte. Ja. Und ich weiß, wie schlimm das sein kann für dich, Digga. Das ist sehr und schlimm. Deswegen hast du von mir das meiste Verständnis dafür. Mhm. Und ich würde wirklich, egal bei was du Hilfe brauchst, lass es mich nur wissen. Wallabila, so wahr ich hier stehe, Digga, werde ich dir damit helfen, ja? Vielen Dank. Du bist nicht vergessen oder sonstiges. Nein. Du bist was Besseres als Anton, Digga. Das verspreche ich dir, Digga. Was viel, viel Besseres, Bruder, ja? Vielen Dank. Wirklich. Ich liebe dich, Bruder. Und bitte lächel für mich, ja? Na klar, mache ich gerade. Vielen Dank, Mann. Dankeschön. So, und jetzt verpiss dich, Digga. Wunderbare Rede, wunderbar. Wunderbar, ja. Ich glaube, das Beste kommt zum Schluss, Bitcoin, oder? Ah, das Hermano. Beste. Das vielleicht Beste, der am meisten redet, Hermano. Mischen Bitcoin. Jalla. Anton Burz, Mierda. Mischen Bitcoin. Es kommt mir vor, als ob es gestern gewesen ist, dass wir uns kennengelernt haben. Ja. Am Würfelpark. Ja, wo sonst, ne? Ich bin ein Mensch, ich versuche nicht viel zu lachen. Dennoch hast du mich immer wieder zum Lachen gebracht. Wir waren zusammen unterwegs, Mirda. Auf Streife. Haben alles das getrieben, was auch Freunde so treiben. Hab dich an mich rangelassen. Mirda, ich hab dich sogar ins Kali-Kartell geholt. Heute bin ich stolz darauf zu sagen, dass du ein Kali warst.
einen sympathischen Kali. Ich glaube, das ist einzigartig. Und du wirst wohl der Einzige bleiben, der auf ewig ein sympathischer Kali war. Scheißegal, wer was sagt. Du bist real, du bist kein Fake, du bist kein Double, du bist du, Mann. Mit Abstand, Digga. Mit deinem eigenen Charakterzug, mit deiner eigenen Sympathie hast du uns alle überzeugt, jeden einzelnen von uns hier zu stehen, den scheiß Flughafen so zu füllen, dass man denkt, Obama steht vor uns, Mirda. Aber no, es ist da. Gino, der originale Mirda. Du bleibst in unser Herzen, Mirda. Scheißegal, wie du heißt. Scheißegal, was du sein willst. Und selbst wenn du weg bist, weiß ich, dass du immer noch hier bist. Dortmund kann sich geehrt fühlen, dass ein Bordsinn in dieser Stadt war. Denn das wird es kein zweites Mal geben. Egal, wer was anderes sagt. Du bist einzigartig. Adios, amigo. Adios, nur Liebe für dich. Liebe zurück. Vielen, vielen Dank. Danke. No problema. Ich werde dich vermissen, Mann. Ich werde dich vermissen. Ich glaube, jetzt bist du dran. Ja. Entschuldigung, das Beste kommt zum Schluss. Ja, richtig. Sinne. Das richtig. Ist das Beste, Digga. Okay. So sieht's aus. Danke, dass ihr alle so zahlreich gekommen seid. Es ist mir eine Ehre. Eine Ehre, mit euch gelacht und geweint zu haben. Eine Ehre, mit euch gearbeitet und gedient zu haben. Einfach eine Ehre, euch zu kennen. Herr Ort, Herr Sentenza und Herr Toast. Ihre Art und ihr gutes Herz werden für immer in meinem Herzen sein. Und ich werde sie niemals vergessen. Ich danke Ihnen für Ihre Mühe und dass Sie mich so aufgenommen haben, wie ich bin. Sie sind tolle Kerle und immer in meinem Herzen. Horten in the Leiten werde ich wohl nachts in meinem Kopf noch hören. Herr Mascht mit dem Herz aus Gold, der einen immer zum Lachen brachte und immer einen Spruch auf Lager hat. Ich werde dich vermissen. Marek Makata. Mr. Cardano, Mischten Bitcoin, Pabliten, Marcel Eres, Sosa, Sergen und alle hier in der Stadt. Ihr seid sowas wie die Seele der Stadt. Macht diesen Ort zu einem besseren Ort und bewahrt Frieden. Eure Freundschaft ist mehr wert als jedes Geld und jedes Gold. Ich werde euch niemals vergessen. Ihr seid wahre Brüder. Lasst die Sonne in euer Herz. Und especially Pabliten, Marek, Cardano und Bitcoin. I love you. Nun zu euch, Kameraden von der Bundeswehr. Ihr seid der Hammer und meine Familie. Ich werde euch vermissen. Haltet die Stadt sauber. Ich möchte auch noch jemanden nennen, den ich vor kurzem kennengelernt habe. Und zwar Herr Aal. Du hast die Pol revolutioniert. Und diese gefestigt. Mach weiter so. Du bist ein Top-Kerl. Weiter so, mein Freund. Und zu guter Letzt, Theo von Alger. Ich lauf zu dir. Wunderbar. Angekommen in der Stadt hast du direkt für gute Laune gesorgt. Dein Herz ist rein und voller Liebe. Bleib so, wie du bist. Ja, mach ich. Du bist mir ein guter Freund geworden. Und ich bin froh, dich kennengelernt zu haben. Tu mir einen Gefallen. Strahl weiter wie die Sonne. Denn du erhältst diese dunklen Tage für die Menschen. Okay. Ja. Wunderbar. PS, I miss you, Jaffa. Und ich danke euch von Herzen. Ich habe noch ein Zitat von, ein ganz kurzes Zitat von Salvador Dali. Im Abschied liegt die Geburt der Erinnerung. Und hiermit sage ich, Boots is out.
Tschüss, mein Junge. Oh, Junge, Mann. Der ganze Himmel brennt! Hier, Mano, schieß! Junge! Ist der Himmel schwarz mit mir da! Beastman, schieß! Wunderbar! Wunderbar! Antonio, wir lieben dich alle, Junge! Hast du genug gegessen und getrunken? Ich hab genug gegessen und getrunken. Aber du musst selber gucken, du vergisst es immer, Theo. Und kauf keinen Scheiß im Boardshop. Die Kacke braucht keiner. Das mach ich nicht. Ich flieg mit ein Stück. Das ist nicht schlimm. Prost, Theo, das ist nicht schlimm. Ich bin auf dem Flügel drauf. Prost, Theo, okay. Auf dem Flügel. Ey, viel nach Hector. Okay. Ey, wir sind nach Hector. Setz dich hin, Theo. Dann fliegst du länger mit. Macht's gut. Macht's gut. Hast du dich mit U hingelegt? Ja, mit U. Oh. No! Das lässt sich schnell beheben, glaube ich, warte. Das lässt sich schnell beheben, glaube ich, warte. Okay. Bewegen, verdammt. Wir können los. Oh, verdammt! Noch nicht! Warten! Warten! Oh, tschüss, Junge! Tschüss, mein lieben Freund! Bleib hier, Anton! Junge, was ist da los? Die Repay-Polizei, die Echten! Verdammt, weil er nicht mehr so sprechen darf, wie er gesprochen hat. Boah. Sauber, Alter. Ey, das killt mich, ehrlich. Was soll ich wissen? Ich werde jetzt einsteigen. Als ob jemand wirklich stirbt, ne? Ich sitze hier, als ob jemand wirklich stirbt. So sitze ich hier. Guck mir das an, wie bosnische Hochzeit. Schießen die in die Luft wie bosnische Hochzeit. Glaube ich Ihnen. Ah, was? Kommando 36, Salutschüsse in die Luft. Mach mal Emote-Only raus, ich will mal sehen, was die Leute... Wie geht's euch, Chat? Sag mal ganz ehrlich, das ist... Der hört mich keiner, ne? Ich bin weder in-game noch irgendwas. Also, das ist ein Spiel, wir spielen Rollen da. Tschüss, Dortmund.
Tschüss, Dortmund, Alter, sagt er noch. Der tickt doch nicht sauber. Alle sind in ihren Rollen so drinne. Was ist? Ich hab mein echtes Leben vergessen. Ich leb da. Und wie geht's, Junge? Boah. Ja, also jetzt geht's mir gut. Jetzt, wo es vorbei ist. Alter, was war das für eine Abschiedsshow? Sag ganz ehrlich. Alter, ich sitze hier im Stream, wie wenn jemand stirbt. Ich hab geheult, Alter. Ich war am Ende. Ich hab's gehört. Ich war fertig. Es ist unfassbar, weil, guck mal, ich spiele da jetzt seit 4 Monaten und ich habe immer gedacht, ja, ich bin so eine, ich werde nicht wahrgenommen, ich bin so eine Randfigur, weißt du? Ja. Und so, weil ich halt den Boot spiele, so einen Bekloppten, der so halt so komisch redet. Aber guck mal, was am Ende passiert ist, das ist der Wahnsinn. Gab's schon mal sowas? Ich hab's noch nie gesehen, ehrlich. Ich hab, wie die in die Luft geschossen haben, wie bosnische Hochzeit. Ich hab's gesehen. Das ist auch nicht normal. Junge, weißt du, wie schön es war? Jeder spricht mal ein bisschen so. Die wichtigsten Charaktere des Games, alle da. Alle sprechen, alle sagen sie was zu dir. Du warst nicht einfach eine Randfigur. Du hast es einfach perfekt gemacht. Du bist da eine, mit Antoine war das war einer der Top-Figuren da. Da gibt's nichts. Da können andere Leute überhaupt nicht mithalten. Die haben das gar nicht. Du hast das unglaublich gemacht. Ich sitze hier, heule. Ja. Einfach krank. Wirklich. Ach, Knossi. Nun jetzt, was machst du jetzt? Also jetzt rede ich ein bisschen mit dem Chat, weil wir haben die ein bisschen gequält heute. Wir haben die komplett im Emote-Only gelassen. Ja. Jetzt fange ich ein bisschen an, mit denen zu quatschen und dann gehe ich gleich endlich mal schlafen, glaube ich. Das ist dein letzter Stream als Antoine, ne? Richtig. Meinst du, ich weiß nicht, meinst du, das hat das. Ey, das wird Kreise ziehen, das wird Wellen schlagen. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich freue mich darüber auf einer Seite so. Dass die Menschen auch mal gesehen haben, dass man bei diesem, gerade bei diesem Spiel, auch einfach mal ja, Loyalität zeigen kann, Vertrauen zeigen kann, ja. Nettigkeit zeigen kann, Liebe zeigen kann und nicht nur Hass, so wie es zurzeit auf der Welt so rund geht. Und dass das auch noch ja, gewürdigt wird in dieser Form, ist einfach wirklich krank. Das wirklich. Das war Hammer. Das war hart. Weißt du, was so ein bisschen kacke war, dass der Server so gebuggt hat, gell? Ja, das ist mit so vielen Leuten auf einen Fleck, da fängt das an zu spinnen. Mann. Ey, und wirklich vielen, vielen Dank für alles, was du getan hast bis jetzt. Ja. Und immer, doch. Und das nimmst du jetzt einfach mal so hin. Ich hab's einfach nur gut gemeint, Teddy nach einer Sprachnachricht zu fragen, ne? Ja, doch, alle, da, weißt du was, das musste alles so passieren. Ja. Das musste alles so passieren. Ey, dann sage ich, ey, danke dir, danke für, also echt toll. Aber ey, wann bist du wieder drin mit neuer Figur? Wann kann man damit rechnen? Denk mal nächste Woche. Ja, ich will dann gucken, weißt? Ich will, Theo will auch dabei sein, Junge. Ja, ja, ich sag dir Bescheid. Wunderbar. Wir stehen ja, ne? Wir sind ja im Kontakt. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Alles klar, okay. Lieber. Ey, danke dir, Gino, gell? Ich danke dir, wirklich. Ciao. Ja, Leute, es war wirklich. Man muss aber echt einmal dazu sagen, sagt mal ganz ehrlich, Freunde, es ist verdammt nochmal nur ein Spiel. Wie krass war es für euch zu Hause, sagt mal ganz ehrlich. Wie krass war es für euch zu Hause, sagt mal wirklich ehrlich. Was war da los? Alge.